Diese Silikonschutzhülle für das Apple iPhone 6 von dem Hersteller Tingxi in der Ausführung ultra dünn gibt es ab ungefähr 5 Euro bei Amazon käuflich zu erwerben. Den Link findest du wie immer in der Beschreibung zu diesem Video und wie immer unterstützt du diesen Kanal, wenn du diesen Artikel über diesen Link kaufst. Beliebigerweise kannst du auch einen anderen Artikel über diesen Link kaufen. Vielen Dank dafür. Ja, das iPhone 6 ist nun schon einige Tage auf dem Markt und das neue Gerät möchte man dann doch irgendwie mit einer kleinen Schutzhülle schützen. Aber man soll natürlich auch das neue iPhone noch erkennen können und da spielt natürlich diese sehr, sehr dünne Schutzhülle einige Vorteile aus. Also, wie man sehen kann im Video, das Anlegen ist nicht ganz so einfach, aber die Schutzhülle ist relativ passgenau. Da das iPhone noch nicht so lange auf dem Markt ist, ist die Verarbeitung dieser Schutzhülle auch noch suboptimal, weil der Hersteller kann einfach alle Schutzhüllen verkaufen, auch die nicht so gut verarbeitet sind. Aber die Verarbeitung ist für den Preis für 5 Euro vollkommen in Ordnung. Ja, die Besonderheit an dieser Schutzhülle ist, dass auf der Rückseite dieses Silikon nicht plan gearbeitet ist, sondern überall ganz feine Löcher hat. Es ist ganz leicht geriffelt, das kann man auch noch später sehen. Und das hat den Vorteil, dass die Schutzhülle nicht direkt auf der Rückseite des iPhones anklebt, sondern immer noch sehr, sehr gut aussieht. Und das iPhone ist wirklich sehr, sehr gut durch diese Schutzhülle noch zu sehen. Die Tasten werden durchgeschliffen. Das heißt, man drückt das Silikon an der Schutzhülle und das funktioniert auch einwandfrei. Auch der Mute-Schalter ist sehr, sehr gut zu erreichen, dadurch, dass die Schutzhülle eben relativ dünn ist und der Standby-Schalter ist auch gut zu erreichen und er wird entsprechend auch durchgeschliffen. Ja, die Stelle, wo die Kamera ist, die ist ausgefräst, da gibt es gar keine Probleme. Und auch auf der Unterseite sind alle wichtigen Anschlüsse, Lautsprecher, Mikrofon und so weiter freiliegend und sehr, sehr gut zu erreichen. In einer kleinen Dockingstation, die ich bei mir auf dem Schreibtisch stehen habe, ist das Case sogar ohne weiteres nutzbar und andere eben nicht, dadurch, dass das wirklich so dünn ist. Ja, wie gesagt, die Verarbeitung an den Seiten ist nicht ganz so optimal. Ich denke, das wird jetzt in den nächsten Wochen noch viel wesentlich besser werden, aber die Verarbeitung ist schon okay für den Preis. Auf der Vorderseite hat die Tasche wieder eine kleine Falz, so dass, wenn man das iPhone mit der Displayseite irgendwo drauf liegt, dass das iPhone noch ein wenig geschützt ist. Ja, ansonsten für 5 Euro kann man mit dieser Tasche als ersten Schutz für das iPhone nicht wirklich viel falsch machen. Wie gesagt, befindet sich der Link in der Beschreibung zu diesem Video und ich würde mich wie immer über Feedback und Kommentare freuen. Bis zum nächsten Video. Ciao!